Alle 4 Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona. Alle 4 Minuten. In Bayern sind es alle 20 Minuten. Der Landtag soll am Dienstag darüber abstimmen, sodass es am Mittwoch, also von Dienstag auf Mittwoch zu 0 Uhr dann greifen würde mit all den Maßnahmen. Entscheidend dabei auch, sie gelten dann bis 5. Januar. Was sind die 10 Punkte? Das Erste. Wir rufen den Katastrophenfall erneut aus. Zweitens. Die Kontakte müssen runter. Weil die Kontakte runter müssen und weil die Zahlen heute höher sind als im Frühjahr im Endeffekt, werden wir eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern vorschlagen. Allgemeine Ausgangsbeschränkung ist nahezu gleich wie im Frühjahr. Das heißt, nur aus triftigem Grund rausgehen. Zusätzlich zu der Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern werden in den Hotspots ab 200 ab 21 Uhr bis 5 Uhr eine Ausgangssperre machen. Das bisherige Kontaktmanagement bleibt. 2 Haushalte, maximal 5 Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht. Das bleibt. Eine Ausnahme gibt es in dem gesamten Monat Dezember nur für die Zeit an Weihnachten, von 23. bis 26. Dezember, also ab Mittwoch dann, in keiner Berufsschule mehr Präsenzunterricht und in den Hotspots ab 200, auch ab der 8. Klasse. Darüber hinaus wird ab Mittwoch in allen Klassen in Bayern ab der 8. Klasse, allen, unabhängig von der Inzidenz, Wechselunterricht stattfinden. Fünftens, Geschäfte. Wir haben auch darüber geredet. Es war uns aber klar, dass insbesondere deswegen, weil es auch keine Entschädigungsleistung des Bundes geben kann, die Geschäfte offen bleiben. Aber wir werden noch mal sehr deutlich darauf hinweisen, dass die 20-Quadratmeter-Regel bei den größeren Geschäften ab 800 Quadratmeter, also den Malls, den Einkaufszentren, den großen Supermärkten, besser überwacht werden muss. Also wir schränken den kleinen Grenzverkehr ein und reduzieren das. Bei Krankenhäusern übrigens werden wir auch für die Besucher eine Verpflichtung vorschlagen für die FFP2-Maske. Achtens. Die Gesundheitsämter, das ist etwas Kleineres, aber Wichtiges, werden jetzt einheitlich angewiesen, eine einheitliche Software zu verwenden, die vom Bund gestellt wird. Neuntens. Es gibt die klare Verpflichtung, in allen Hotspots Bundeswehr und Polizei anzufordern, um die Nachverfolgung zu gewährleisten. Und zehntens und letztens. Wir appellieren an alle Arbeitgeber, Homeoffice zu machen, wo es nur geht. Und auch über die Weihnachtsferien so viel Freiheit wie möglich zu schaffen, dass auch da alle daheim bleiben können.